Willst du auch eine machen? Und ich halte es. Ich halte die Klappe. Es geht schon los. Rob Spence, welcome. Thank you very much. Zu dieser sehr speziellen Zeit. Wir haben viel frei. Ich weiß, ich bin... Jemand hat mich gefragt, wann hast du frei, um zu treffen? Ich so, ja, bis im September. Kannst du morgen treffen? Ja, ja, klar. Morgen, übermorgen, anytime. Ja. Ja. Wir sind wirklich in einer speziellen Zeit, aber ich persönlich nehme mir eigentlich vor, für den Feelgood-Podcast, dass wir nicht auch noch Ewigkeiten über Corona reden, weil das geht ja hoffentlich irgendwann vorbei. Und dann sind wir froh, haben wir noch über anderes geredet. Ja, absolut. Ich hoffe, dass es sehr schnell vorbei ist. Ja? Feelgood-Podcast heisst es nämlich. Und du bist für mich ein Paradebeispiel für so einen Feelgood-Podcast. Weil, ich bin immer gut drauf. Ja, ich habe das Gefühl, du bist immer gut drauf. Du machst immer Witz, auch in den unabbrachten Moment. Und sehr ungewollte Momente. Ja. Ja, ja. Gerade beim Geburt von meinem Sohn. Schatz, sieht aus wie ein Stillborn. Weißt du? Das ist, bewegt sich nicht. Muss wieder stopfen. Aber das ist eben, darum habe ich das Gefühl, du bist eher ein Feel-Good-Mensch als andere. Ja, ich bin's. Ja, ja. Ich versuche immer so positiv zu sehen, auch im Augenblick. Ich sehe nur positive Sachen, weißt du? Ja. Ja, frei nehmen, kann an neue Sachen arbeiten, kann wieder mit meiner Frau bumsen, habe meine Kinder wieder gesehen. Nach fünf Jahren wieder mal. Ja, sie sind an der Uni, jetzt sind sie zu Hause, das ist super. Ja. Nein, das ist gut, ja. Ich sehe auch das Positive in dem Ganzen. Überlege mir jetzt auch irgendwie ein paar Tage, Wochen nebeneinander gehen und schreiben. Ja, genau. Du kannst einfach schauen. Und ich habe auch gedacht, mit vielleicht andere Sachen zu machen. Weißt du, was ich seit langem überlegt habe, so Meditationskurse zu machen. Oder auch, ich habe gedacht, ein anderer Typ, wir wollten so Hypnose-Sachen machen, weißt du, produzieren. Also so Hypnose für Leute zu helfen, die Probleme haben oder Angst oder Panik haben. Und so. Und Augenblick wäre ein super Zeitpunkt, so etwas zu machen. Jetzt kann man auch zum Beispiel Spruch lehren. Ja, Italienisch. Me fa fan culo, motherfucker. Ich habe Italienisch so von Amerika gelernt, so Robert De Niro mal. Fa fan culo, motherfucker. Aber sonst kann ich kein gut Italienisch. Aber ich würde es gerne noch lernen, ja. Fluchwörter ist immer das Erste, was man lernt. Ja, absolut. Du hast gerade Meditation angesprochen. Du machst, glaube ich, Yoga und so Sachen, gell? Ja, seit langem. Weißt du, meine Shows ist so ich bewege mich so viel, oder? Mache so viele Physical Comedy, oder? Yeah. Ich muss mich immer aufwärmen und dann habe ich so mit Yoga angefangen und mache immer vor jeder Show ein bisschen Yoga und ich habe einmal für die dürfen Support spielen im Casino Theater und die Aufwärmprogramm ist mehr gesehen, als ich in einer Woche mich bewege. Ich glaube es dir. Man sieht das an bei dir und deinem, die kleine Ranze da. Ich habe so eine Altersranze. Eigentlich haben da nur so Männer ab 70. Haben da. Ja. Weißt du, wo wirklich alles ist eigentlich dünn und dann macht es einfach so eine kleine Kugel. Ja, das ist harzig. Ja. Nein, du machst ein riesiges Aufwärmprogramm. Zum Teil, einmal bist du dann in der Pause, bist du duschen? Immer. Wenn eine Dusche da ist, dann gehe ich immer duschen. Wirklich? Ja, ich bin super heiß. Ich mache wirklich, es ist für mich eine Aerobic-Nummer, oder? Yeah. Es ist 50 Minuten bis eine Stunde voll Aerobic, oder? Und dann muss ich mich gleich abkühlen, wenn ich kann, oder? Und drum duschst du? Nicht, weil du geschwitzt hast, sondern einfach mehr zum Abkühlen? Einfach zum Abkühlen, ja. Okay. Ja, sonst komme ich für die zweite Hälfte, bin ich immer noch rot ins Gesicht, oder? Meine Haare sind immer noch nass. Sieht beschissen aus, aber ja, mit dem Dusch, dann geht's gut. Der Physical Comedy hast du gerade angesprochen. Ich habe ja mal für einen Pressetext, wo du bei uns auftreten bist, habe ich geschrieben, der Meister der Physical Comedy. Und jetzt steht es bei euch überall. Wirklich? Ja, you're welcome. Ah, du bist ja schuld. Ja. Yeah. Ich habe wahrscheinlich an dem Abend nur Stand-up gemacht. Ich habe das Gefühl, Leute schreiben das mal schon, the Physical Comedian Genius. Und dann komme ich raus und mache einen Stand-up. Und dachte, hä? Hat sich gar nicht bewegt? Aber du bist auch wenn du Stand-up machst, bist du immer noch physisch. Bin's? Ja. Okay, im Vergleich zu was ich sonst mache, ich finde es nicht sehr viel. Ja, logisch, im Vergleich zu sonst nicht, aber im Vergleich zu sonst ist es eine Aerobic-Nummer. Ja, okay, ja. Und du hast das schon auf der ganzen Welt eigentlich gemacht? Ja. Ich mache das jetzt seit 35 Jahren, oder? 7 abendfülle Programme. Und ich sage es dir jetzt, Hand aufs Herz, jetzt reicht's.
Hat die Nase voll. Nein, ich mache das in ich habe über 25 verschiedene Länder gespielt, in alle Kontinente und ja. Sehr und schön. Du hast auch auf der Straße performt. Das ist so angefangen, ja. Ja. Mein erster Job war als Pantomime in einem Vergnügungspark in Sydney. Und dann habe ich gelernt, einfach so visuelle Sachen und dann Jonglage und Tanz und Zauberei. Und dann bin ich als Straßenkünstler einfach los. Mhm. So, zuerst um Australien und Geld verdient und dann nach Amerika, um Amerika, dann um Europa, Asien und so. Weil, das muss man wahrscheinlich schnell erklären, wenn man in der Schweiz Strassenkünstler sagt, dann stellt man sich jemanden vor, der Blockflöte spielt und nach einer halben Stunde von der Polizei weggeschüchtert wird. Aber in anderen Ländern auf der Welt ist Strassenkunst ein grosser Bestandteil. Also eben zum Beispiel Australien, in den USA, die Leute sehen sie immer zum Beispiel berühmt am Venice Beach oder zum Teil am Times Square. Genau, ja, am Venice Beach. Es gibt Leute, die einfach sind die ganze Zeit, oder San Francisco, es gibt ein paar hier, die spielen einfach konstant da, oder London, Covent Garden. Gerade weil es auch London ist auch sehr beliebt. Ja, und sein Mekka, ja. Das sind dann wirklich Shows, wo es dann wirklich heißt, hey, kommen alle, halbe Stunde, Edinburgh, ja. Nicht nur wenn Fringe ist, sondern einfach die Royal Mile. Ja, ja. Und das ist dann ein Job. Ja, für mich, es war damals, ich habe fast 7 bis 10 Jahre davon überlebt, oder? Mhm. Und ich habe nicht einfach so 5 Minuten gemacht, ich habe stündige Shows gemacht, oder? Leute sind hingesessen, ich habe bis zu 800 Leute, die Shows angeschaut haben, oder? Und ich habe pro Show manchmal bis zu 500, 600 Franken verdient, oder? Krass. Ich habe mehr verdient, als ich an der Universität war, als meine Professor. Yeah. In einem Tag. Yeah. Er hat die ganze Woche gearbeitet für etwa $800 damals und ich habe etwa 1.200 Dollar pro Wochenende verdient als Straßenkünstler, oder? Im einen Tag, am Nachmittag, am Sonntag. Musst du das denn versteuern? Nein. Wir reden nicht drüber. Natürlich habe ich das alles besteuert und bezahlt, ja. Damals in Australien. Und danach hast du es in Australien gemacht und dann hast du irgendwann gefunden, ich gehe mal weiter. Ich habe einfach gedacht, ja, ich wollte einfach mehr Shows. Weil ich habe eigentlich meine ganze Kunst in ein Vakuum gelernt. Mhm. Es gab kein Vorbilder für mich, oder? Ja, ja, ja. Ich war im Vergnügungspark, da war kein anderer Pantomime in diesem Vergnügungspark. Nicht einmal in Australien, glaube ich, damals, oder? Und kaum Jongleure und Zauberer und so. Und ich habe einfach meine Shows, meine Sketches einfach aus dem Nichts erfunden, oder? Und ich wollte einfach sehen, was die Leute auf der anderen in der ganzen Welt machen, oder? Und dann bin ich nach Amerika gegangen und dann habe auch nichts Großes gefunden. Jongleure, es gibt viele Jongleure und Zauberer, aber Pantomime und solche Sachen gab es wenig. Und dann bin ich um Europa gereist und habe ein paar in Paris gesehen, ein paar in Edinburgh und in der Schweiz, so beim Zürich-Festival, wie heißt es jetzt, Zürich? Es gibt dann Zürich im Sommerfestival, Theaterspektakel. Ah, Theaterspektakel. Ja. Habe ich da was gesehen, oder? Und dann habe ich dann mein Repertoire, es war super. Dann habe ich gedacht, könnte ich sowas machen, sowas, etwas mit Musik und Sound Effects. Oh, cool. Und dann habe ich das einfach viel gelernt, oder? Ich habe ein Jahr so Weltreise gemacht, um Sachen anzuschauen und zu lernen. Wie lebt man als Straßenkünstler? Nimmt man sich denn Hotels? Ist das teuer? Oder? Ja. Ich habe zuerst in Australien gemacht. Ich habe sehr gut verdient, oder? Mhm. Ich habe so viel verdient am Tag, dass ich es nicht nach Hause tragen konnte. Es war zu schwer. So viele Münze. Ich habe immer so ein Trolley genommen mit Rädli drauf, oder? Yeah. Ich habe so müssen transportieren. Und dann bin ich fast jeden Tag zur Bank musste transportieren. Und ich habe immer mehr angeschaut mit Großsagen, was machst du überhaupt mit so viel Münze, oder? Und dann... Und dann bin ich im Hotel übernachtet oder Jugendherberge habe ich auch gemacht. Oder? Mhm. Dann bin ich um Amerika gereist und noch mehr verdient. Aber Hotels. Oder dann habe ich in Europa eine Van gekauft. Ein Camper mit einem anderen Straßenkünstler. Wir sind dann als Duo um Europa zusammen gereist. Er hat seine Show gemacht und ich meine Show. Was hat er gemacht? Jongleur. Ja. Yeah. Jongleur und Comedy Jongleur. Und er ist jetzt wirklich einer der besten Comedy Acts, die man sehen kann. Er heißt Olé, Paul Morocco und Olé sind 3 Typen jetzt. Er ist mit 3 und die machen so spanische Flamenco und Jonglage. So geil. Es ist
crazy fucking funny. Du Physical Comedian und der Jongleur zusammen in einem Van durch Europa gefahren. Ja, so. genau. Und auch sein Hund. Und wenn du sagst, du hast das Geld quasi heimtragen, du musst ja auch, wenn du als Strassenkünstler performst, musst du also nach einer halben Stunde, musst du nicht den Hut, was auch immer denn dort ist, den Behälter, musst du ja umschütten, weil sonst sehen die Leute, dass schon viel Geld ist. Ja, aber das sind Musiker, weil Musiker machen einfach, die stehen einfach da und die Leute werfen die Sachen rein. Aber ich habe wirklich eine Show gemacht und gar nichts gefragt an Geld. Nein, nur am Schluss habe ich die Leute gefragt und sind alle nach vorne gekommen und einfach alles in meine Hut geworfen. Yeah. Oder? Und so, und dann sammelst du das alles auf die Seite und machst einfach die nächste Show nach dem anderen. So. Ich habe manchmal am Anfang habe ich nur 15, 20 Minuten gehabt und ich habe bis zu 20 Shows am Tag gemacht. Einfach boom, 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 eins hinter dem anderen, oder? Und dann ich hatte immer mehr und mehr Show und plötzlich hatte ich so eine Stunde Show. Und es war für mich dann mehr so ein Theatershow. Ich habe immer so ausgesucht, wo Treppen hat oder irgendwo so Amphitheatermäßig, wo ich könnte viele Leute sitzen haben, oder? Mhm. Ja. Weil das habe ich gemerkt bei Venice Beach. Mhm. Habe ich das eine Hostel wirklich gerade am Ecken gehabt, wo der Boardwalk angefangen hat. Yeah. Und dann schaffst du mal einen Tag und dann geht es wirklich jede Stunde, hörst du dann wieder: Alright, now everybody, are you here for some action tonight? Hey! Und dann merkst du, es ist immer die gleiche Show, immer die gleichen Leute. Yeah. Und sie machen es halt einfach stündlich. Ja, ich habe auch da gespielt. Ich war fast da zusammengeschlagen. Wieso? Ja, weil ich kam direkt von Australien, oder? Ich war 20 Jahre alt und keine Ahnung von Kulturen und so. Mhm. Und ich wüsste nicht, dass man Schwarzen anders behandeln muss als Weiß. Und ich habe einfach Sachen gesagt mit dem Schwarzen und die waren so, hey, Motherfucker. Und die wollten mich zusammenschlagen. Wow, 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 nur ein Witz. Oder? Und ich war einfach green, oder? Und ich keine Ahnung, wie man, wie in Australien, müssen einfach, können alle ansprechen, kein Problem. Da war kein Social-Rassismus-Ding zwischen uns, oder? Aber in Amerika ist immer so ein bisschen heikel zwischen Weißen und Schwarzen damals. Yeah. Das war immer noch, oder? Und die haben einfach meinen Spaß nicht verstanden. Yeah. Und ich war einfach kurz. Aber ich habe in Australien, Leute haben mich schon zusammengeschlagen. In der Schweiz. Ein Typ hat mich in Luzern zusammengeschlagen, hat mich in die Eier getreten mit dem Knie. Was? Ja, und es war schlimm, oder? Es sah aus wie ein Modell von der Sonne und dem Mond. Weißt du, mein ein Ei war so groß, ein anderer war so klein. Er hat so geschwollen. Weißt du? Ich muss mein Ei herumtragen mit dem Schubkarren für ein paar Wochen. Er hat mich wirklich ins Spital reif gemacht. Aber wieso? Hä? Wieso? Ja, ich habe einfach mit dem Typ einfach einen Spaß gemacht. Hat es nicht lustig gefunden. Hat mich ohne Scheiß. Ohne zwischen den beiden die Beine getreten mit dem Knie. So, baff. Und ich bin zusammengefallen. Dann bin ich. Und die Leute, ich habe Publikum gehabt für 150 Leute, sie haben es nicht gemerkt. Er hat so schnell gemacht, sie haben es nicht gemerkt. Und sie haben gedacht, ich mache nur einen Witz. Und ich bin dann aufgestanden und sage, es gibt keinen Show mehr. Und die Leute, spiel einfach weiter. Nein, es geht mir einfach nicht gut. Es geht mir nicht gut. Wow. Und ich bin dann einfach um die Ecke gegangen und bin zusammengefallen. Und zum Glück ist meine Frau auch gekommen. Sie ist irgendwo am Einkaufen zurückgekommen. Was ist mit dir los? Ja, ein Typ hat mir zwischen die Beine gedreht. Ich musste mich zum Spital bringen, oder? Und sie hat wahrscheinlich gar nicht gefragt, warum. Sie denkt, endlich ist es passiert. Ja, ich habe es erwartet. Irgendwann passiert das. Ja. Ich wollte es sowieso immer machen. in Australien hat ein Typ, ich habe auch einen Spaß mit einem Typ gemacht, der hat mir ein riesen so Crocodile Dundee Messer unter den Kinn gehalten. Ich finde das nicht lustig. Weißt du? Really? Ja, so wirklich. Schum. Like wirklich so eine mit einer Messe von, weißt du, einfach 35 Zentimeter, 40 Zentimeter, so wirklich Bowie Knife. So das wirklich, ist ja bei Crocodile, dann ist wirklich, das ist kein Messer, so, das ist dein Messer. Das ist nicht lustig, verpiss dich. Und okay. Aber shit, was hast denn du alles für Witz gemacht, dass die Leute immer so hässlich waren? Ja, ich habe mich immer die Leute lustig gemacht, weißt du, Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn du es in einem Theater machst, wo Menschen Geld gezahlt haben, um dich zu sehen. Genau. Dann ist die Toleranz höher als in der Öffentlichkeit, wo einfach irgendwie jemand vorbeiläuft. Habe ich auch schon gesehen, Pantomime, weißt du, wenn sie die Leute nachmachen, wie sie laufen und so. Ja, genau, ich habe solche Sachen gemacht. Genau. Und dann hat wieder irgendjemand hässig. Und ich finde, das ist nicht lustig. Ja. Aber du lebst noch und in Luzern hat deine Frau schon existiert in deinem Leben, weil die hast du ja kennengelernt auf dem ganzen... Auf diese ganze erste Reise, ja. Ich war damals gerade knapp 21, meine Frau war 20. Wir haben uns ja in Luzern kennengelernt und wir sind einfach danach geblieben und hin und her gereist. So, zuerst ist sie zu mir gekommen nach Australien und wir sind dann
ja, um die ganze Welt gereist, so Shows gemacht in Amerika, Kanada und Asien. Und dann haben wir nach einer gewissen Zeit mit Kindern gekommen und einfach ja, unser Leben hier in Europa gestartet. Yeah. Ja. Und weil es einfach so, ja, in Australien ist einfach alles so weit auseinander, oder? Mhm. Wenn du in Sydney spielst, du bist dann ja unbekannt dann in Melbourne und Brisbane und so, yeah, oder? Yeah. Und es war einfach sehr schwierig, das zu Publicity zu machen und in Europa war es einfach alles so einfach, oder? Mhm. Und wenn du in der Schweiz oder in Deutschland unterwegs bist, hast du es, ja. Und dann hast du gefunden, von ganz Europa nehmen wir mal eins von den kleinsten Ländern. Ich nehme die kleinsten, aber die reichsten Länder. Viel weniger Reise, jeden Tag kann ich nach Hause fahren und ich verdiene viel Geld. Ja. Was? Definitiv. Nein, ich war viel in Europa und in Amerika immer noch unterwegs, mhm. bis diesem Crisis mit dem Crash, oder? Wenn die Schweizer Franken in die Höhe gegangen ist, dann hat es keinen Sinn mehr gemacht, nach Deutschland oder Europa zu fahren. Yeah. Weißt du, das kannst du nach einer gewissen Zeit nicht mehr leisten. 2008, Finanzkrise. Ja. Dort, ja. Danach, ich hab da einen Vertrag gehabt in Amerika, mhm. und damals war der Exchange Rate ein Dollar war 1,57 Franken oder so. Yeah. Ich habe so 3 Monate in Amerika gebucht, in den Theater. Und plötzlich war der Dollar 70 Rappen wert, yeah, oder? Yeah. Ich dachte, ich kann nicht mehr leisten. Ich habe 50% Verlust und ich muss jetzt bezahlen, nach Amerika zu gehen, um das zu machen, oder? Logisch. Und dann, danach habe ich weniger und weniger in Russland gespielt und mehr und mehr in der Schweiz. Mhm. Ja. Ja, und dann auch etwas aufgebaut. Und jetzt kommt noch ein Crisis und jetzt sage ich, jetzt kann ich nicht mehr in der Schweiz arbeiten, ich muss irgendwo anders hin. Ich gehe wahrscheinlich nach China. Oder Russland, die haben kein Problem. Oder Afrika irgendwo. Ja, also die Krise ist ja hoffentlich bald vorbei. Wenn jetzt die Krise nicht wäre, hast du dir in der Schweiz schon etwas sehr, sehr solides, gutes, grosses aufgebaut. Du spielst viel an vielen Orten mit einem Programm nach dem anderen. Mm. Und du bist einer von denen, wenn wir dich in einer Show haben, dann schwätzen alle über dich. Wirklich? Ja. Ja, das ist aber schön zu hören. Ja, wirklich. Okay. Nicht positiv, aber sie schwätzen über dich. Ach, nein. Das habe ich erwartet. Wieso nein, bin ich wirklich über dich? Ich gehe jetzt. Der Australier, Rob Spence, wow, ist das lustig gewesen. Weil halt eben gerade auch bei kleineren Räumen, mhm. das Physical und die Energie mhm. Nochmal eine andere Substanz kriegt, sozusagen. Mhm, mhm. Ja, ja. Nein, es ist so, ich habe vor ein paar Tagen eine Mixshow gemacht. Ich habe nur Stand-up gemacht. Mhm. Weil ich war einfach, ich musste in und raus schnell, yeah. oder? Keinen Tonaufbau machen. Und ich habe gedacht, danach war einfach, das war so für mich Schwachstrom im Vergleich zu was ich bringe, wenn ich mhm. so Physical Numbers bringe, oder? Vom yeah. Response vom Publikum, weißt du, der Applaus und den yeah. Schrei und den Lachen, weißt du, es ist einfach, ich komme mit dem Stand-Up schon, ich bin auf dem gleichen Niveau mit anderen Stand-Ups, aber ich weiß, mit Physical Comedy bringst die Leute auf 150, mhm. oder? Das mhm. hat so einen Impact, weil es geht so in den Bauch hinein, weißt du? Du yeah. musst nicht überlegen. Yeah. Du lachst einfach, es ist bla, 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 bla. Weißt du, es ist, und das, ja, es ist schon ein Macht, oder? Ich deswegen mache ich es auch gern, oder? Mhm. Ich würde nie aufgeben mit Physical Comedy, oder? Und ich finde es toll, auch Stand-Up zu sprechen und das ist auch wunderschön, oder? Mit den Leuten einfach auf jedem Wort zu halten oder einfach da zu stehen, Mikrofon. Es ist sowas von einfach, oder? Ja. Yeah. Und wunderschön, oder? Aber diese Physical, diese Leute, diese Belly-Laughs zu hören, einfach mhm. boom, 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 yeah. eins nach dem anderen mit diesem Tempo. Du kannst nie mit Stand-Up mit diesem Tempo kommen, oder? Du kannst nicht liefern so schnell. Aber visual, du siehst einfach die Gags, oder? Und das ist ja, und du kannst sie vor allem, verlängern. Das kannst, mhm. wenn du nur schwätzt, kannst du das nicht. Genau, weil ist wenn die Punchline gekommen ist, ja. dann hast du vielleicht noch etwas, wo hinter drei haust, ja. in den Tag, ja. nochmal ein. Aber ja. es ist nicht das Gleiche ja. wie etwas Physisches, wo man sieht, wo dann. Ja, du laufst blöd herum und dann das wird noch blöder ja. laufen, dann noch ein blöder laufen genau. und die Leute sind so in einer Dauerlache, ja. oder? Manchmal. Und ich habe bei dir dürfen 2-3 Mal. Physical Kurs nehmen, sozusagen. Ja. Und habe das auch wirklich sehr bewusst probiert, in mein Stand-up reinzutun. Und ich habe gemerkt, wie zum Teil eben mit dem Physical das Ganze sich noch einfach erhöht.
Gell? Ja, yeah, it elevates. Yeah. Einfach, weil du hast zwar inhaltlich sagst du immer noch das Gleiche, mm-hmm. aber es passiert noch etwas dazu. Ja, yeah, yeah, eine zweite Komponente. Ha, 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 yeah. Ja, und das habe ich schon früher gemerkt, zum Beispiel bei Mittermeier, wo auch physical ist. Er macht zwar nicht körperlich mega viel, aber mit dem Gesicht etc. Aha, ja. Und ich habe früher immer seine CDs gelost und zum Teil hat es Lacher gegeben. An Ort, wo ich nicht gewusst habe, warum. Ah, okay. Weil ich es immer gehört habe. Und ja, dann ja. siehst du es mal und dann merkst du, oh mein Gott, aha. das ist eine komplett andere Welt noch. Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist wie eine zweite Ebene. Ja, ja, ja. Und das ist auch das Ding, es ist auch ein bisschen ein Problem, wenn du Physical machst, oder? Die Leute müssen es wirklich erleben, live ja. erleben. Du kannst es im Fernsehen oder so, es kommt nicht so drüber, weißt du, Stand-up ist, egal ob du es hörst im Radio oder hörst es live oder hörst es im Fernsehen, es kann ziemlich den gleichen Effekt haben, oder? Mhm. Aber wenn du live machst mit oder physical, visual, wenn du siehst im Fernsehen, ist es wirklich halb so stark oder du hörst im Radio gar nicht, aber wenn du live hast und die Leute wirklich da vor Ort sind, das ist eine völlig andere Dynamik. Ich glaube, es ist bei allem, ich glaube einfach, das Physical leidet am meisten darunter genau, bei der Übertragung. Genau. Weil ich finde, allein schon bei Stand-up kannst du so viel falsch machen bei einer Übertragung. Dass einfach, wenn im falschen Moment auf ein Close geschnitten wird und im falschen Moment ein Publikumsshot und so Sachen, macht es schon mega viel kaputt. Na ja. Also zum Beispiel amerikanische Late-Night-Shows, wenn dort jemand Stand-Up macht, das ist 5 Minuten, eine Kamera, halb totale. Fertig. Ja, na ja. Es wird nie geschnitten, ja, ja. es gibt keinen Publikumsshot, nichts. Und dann ist es quasi, eben, als würdest du im Comedy-Club zuschauen. Aber vor allem halt noch von den 90ern inspiriert, hast du eine Zeit lang hast du das Zeug gehabt, wo immer so, nochmal ein Schnitt. Ja, und dann schaust du in die Kamera und dann musst du da hinschauen. Und, ja, ja. Und dann geht extrem viel kaputt. Ja, mit Physical Comedy. Und beim Physical eben genau das Gleiche. Noch schlimmer. Ja. Noch schlimmer. Ich habe aufgehört, eigentlich Physical Comedy Sachen im Fernsehen zu machen, weil sie machen es einfach kaputt. Ja. Wenn du schaust auf YouTube, bei mir, du siehst 9 von 10 Videos in Stand-Up und nicht in Physical-Nummer, weil einfach ich vertraue die Fernsehkanäle das nicht, dass sie es richtig machen. Ich finde, ich vertraue es nur, wenn ich meine eigenen Sachen produziere und selber den Schnitt mache. Mhm. Und ich habe gerade eine Show zusammengeschnitten, meine Mad Men Show. Ich bin 3 Tage, so 12 Stunden am Tag im Schnittstudio, dass es perfekt war. Weißt? Mhm. Und das kannst du nicht leicht im Fernsehen. Das alles muss alles sehr schnell gehen. Bam, ja, bam, ja, bam, klar. Bam, oder? Ja. Ja. Stell dir vor, du würdest eine wöchentliche Show machen oder so. Das ist unmöglich. Ja, ist unmöglich. Ja. Ja, ja, ja. Kostet zu viel. ist das schon gekommen, Mad Men? Ja. Schon ausgestellt worden? Ja, 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 für zwei Wochen auf SF, ja. Also, aber nicht das Ganze, über 30 Minuten. So Showcase. Showcase, genau. Yes. Genau. Und das ist auch im YouTube. Dann kann man es YouTube, SRF Player etc. Ja, oder einfach Rob Spence, Showcase, yeah. Mad Men. Und dort hast du geschaut, dass eben die physical Sachen, dass, wie will ich sagen, dass das, was man will zeigen, was das Wichtige ist, das musst, auf das musst du dann achten im Schnitt, oder? Ja, yeah, genau. Was genau. Sagst, da ist jetzt wichtig, dass ich nach rechts gehe und da muss man das sehen. Genau, und wenn man schaut, was ich gemacht habe, dann siehst du, das ist wirklich der Director's Cut, weißt du? Ich habe gesagt, diese Kamera und es ist so nah wie möglich an einer Live-Show, wie es könnte sein. Ja, das musst du selber produzieren. Sonst. Du musst selber machen, Er muss selber machen. Die anderen sehen es einfach nicht. Das ist deine Ballonnummer. Ja. Das ist so ein Beispiel, wo, wenn man die live sieht, weil man immer den gleichen Blickwinkel hat, macht es extrem viel aus. Genau, oder? Ja. Ja, ja, ja. Es ist eigentlich wichtig, zu sehen, zu denken, wie es sieht aus am Live am Stage. Ja. Was machst du, wenn du nicht auftrittst? Ich weiß, du fährst viel Velo. Einmal bist du bei uns auftreten und hast gesagt, heute Morgen war ich noch in Como. So, was? Bin nach Hause gefahren. Ja. Fahrst du viel Velo? Ich fahre viel Velo, ja. Ich gehe ab und zu ins Fitness in letzter Zeit. Ich mache Golf die letzten paar Jahre. Meine Frau ist Golfer. Aber was, nicht so viel, nicht so wahnsinnig viel, ein bisschen so Fitness. Aber einfach, wenn ich spiele in letzter Zeit unglaublich viel, oder? Bis jetzt. Yeah. Und das hält mich fit, oder? Abends 2 Stunden Show und
voll Power und dann, ja, wenn so ich es ein paar Mal die Woche mache, dann muss ich nichts anderes machen. Das ist so, das ist so. Aber du hast ja dann gleich noch ein bisschen Freizeit. Was machst du in der Freizeit zum... Zum Entspannen? Ja, entspannen. Schaffen. Ich verbringe ganz lange so Frühstücke mit meiner Frau und wir reden über Gott in die Welt und auch Business und so. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Freunden und Kids und so, wenn ich Freizeit habe. Ich hoche kaum vom Fernsehen, ich schaue ab und zu Filme oder so. Mhm. Aber ich lese nicht viel, ich bin einfach mehr so, rufe Leute an und treffe Leute und mache etwas, unternehme etwas, oder? Ja, das heißt, jetzt wird es wirklich sehr schwer für dich. Einfach hier zu hochen. Die nächste Zeit. Ja, für mich, ich will schon Leute treffen, ja, ich habe schon vor. Und, ja, ich werde jetzt viel einfach schreiben und machen und viel aktiv. Ich bin immer so am Ideen und neue Sachen suchen, weißt du, ich muss jetzt eine neue Show schreiben, zusammenstellen und bin schon an Plakat so ausdenken und solche Sachen. Ja. Wie schreibt man für Physical Nummern? Das kannst du ja gar nicht, oder? Ja, schon. Ja? Ja, ja. Ja, ich habe irgendeine Idee, oder? Zum Beispiel, ich habe eine Idee, ich will so, beim nächsten Show ist alles über Movies, Filme, oder? Mhm. Und ich habe eine Idee, ich will eine Nummer so als Thor spielen. Ja. Ja, der Donnergott, wie heißt es auf Englisch? Ja, man weiß, junge Thor, Leute weiß Thor von den Avengers halt. Ja. Thor von den Avengers, ja. Genau, Dreinti Hemsworth. Ja, yeah, ja, genau. Die Sohn sieht übrigens aus wie ein Hemsworth. Ja, genau, mein Sohn ist fast ein Doppelgänger. Für ihn, ja. Also, ich will einfach so eine Hammer-Nummer machen, oder? Wo ein Hammer, der versucht, einen Hammer zu holen und der Hammer bleibt stehen auf dem Stuhl, oder? Und dann ich habe einfach ausgeschrieben, was für Ideen man könnte mit dem Hammer machen, oder? So, ich setze mich einfach hin und sage, okay, er versucht es hochzuheben, das kommt nicht, dann kommt der ganze Stuhl hoch mit und dann muss den Stuhl zusammenbrechen, dass es frei von dem Hammer ist und dann der Hammer klebt auf dem Boden und ich denke einfach Steps aus und ich schreibe das einfach alles auf, oder? Ja. Und jetzt kann ich dann in den Proberaum gehen und dann versuchen, das dann zu machen. Und aber das ist ein Weg, oder? Mhm. Aber anderer Weg ist, ich gehe einfach in den Proberaum und improvisiere irgendetwas zu einer Idee, oder? So, ich sage, improvisiere etwas mit einem Glas, oder? Ja. Und dann kommt alles nur aus dieser Improvisation heraus, oder? So, es gibt verschiedene Wege, oder? Weil im Proberaum bist du dann eigentlich in einem Tanzstudio und siehst dich selber im Spiegel und dann machst du wirklich das. Mhm. Aber auch dort entscheidet dir dann das Publikum. Also erst, wenn du vor Publikum spielst, weißt du, das kann ich denen lassen. Ich mache es zuerst für meine Frau. Ja. Ja. Und sie sagt, ein bisschen mehr das, ein bisschen mehr dies, oder? Und dann, das ist zu lang oder zu kurz und so. Und dann vom Publikum. Aber so schnell wie möglich vom Publikum. Weil dann, wenn ich vom Publikum bin, dann kann ich das improvisieren, oder? Und dann kommt die Feinigkeit. Das Ding ist, was ich merke, auch mit, wenn du Stand-up schreibst, es ist ziemlich schnell rund. Du siehst, was funktioniert, was nicht funktioniert und du spielst es dann ziemlich innerhalb von 10 Shows, du spielst es dann gleich für die nächsten 100 Shows, oder? Mit Visual Sketches, das wird immer besser. Mit jedem Show, du denkst, ein Arm hier mehr oder ein Auge mehr, weißt du, mehr Bewegung in it, oder? Und es wird, ich mache diese Ballonnummer seit über 30 Jahren und ich kann jedes Mal etwas Neues verbessere. Und es ist konstant am Wachsen, oder? Und das ist das Schöne mit der Physical-Nummer. Und du machst es niemals zweimal gleich. Ich habe so eine Physical-Nummer mit einer Bodybuilder-Nummer. Yeah. Und ich mache Bewegung da drin. Es ist nicht choreografiert, es ist einfach improvisiert jedes Mal. Und jedes Mal denke ich, das war super, ich sollte erinnern, wie das geht. Und beim nächsten Mal ist es schon vergessen. Und ich muss das neunmals improvisieren, oder? Ich habe eigentlich, dass man dann fast drüber ist, also you overdid it, dass irgendwie nach ein paar Shows merke ich, das kommt gut und dann mache ich es noch mehr. Aha. Und irgendwann merkst du, jetzt ist es zu viel gesehen. Ist zu viel, und ja. Dann musst du wieder zurückholen. Ja. Ein bisschen schneiden. Genau. Ja. Das muss ich mit einem ganzen Programm Augenblick machen, alles so ein bisschen zurückschneiden. So ein bisschen, weil es hat sich so gedehnt. Ich habe viele Visual Numbers, sie haben sich gedehnt über die Jahre. Ja. Und ich muss jetzt, na komm, sie sind 6 Minuten gelaufen, ich soll sie auf über 4 Minuten schneiden, oder? Ja. Das ist, ja.
Das ist ja vor allem eben, wenn man lang spielt, Show für Show, muss man immer wieder Sachen raus tun. Ja, ja. Weil das Einzelne besser und länger wird. Ja, 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 genau. Und dann irgendwann hat es so eine 3,5-Stunden-Show. Ja, genau, genau. Ja. Man muss es ist hart, oder? Es ist um die Gags rauszuschneiden, oder? To kill your babies. Ja, yeah, kill your darlings. Es macht immer weh. Es macht immer weh, ja. Aber weißt, es ist so absurd. Wenn ich es bei jemand anderem sehe, denke ich so, warum spielt die Person immer noch den Joke? Ja, ich weiß. Der kommt nicht an. Weißt, das funktioniert nicht. Ja. Und danach bin ich irgendwie eine halbe Stunde später auf der Bühne und bringe irgendeinen, und ich finde im Kopf gerade in dem Moment, wieso spiele ich da überhaupt noch? Ah, ich liebe ihn halt. Weißt du, wieso ich es nicht rausschneide manchmal? Wieso? Weil ich lerne das alles auf Deutsch, oder? Ja. Und es ist sehr schwierig dann für mich dann, wenn es ein Loch da drin ist, ich erinnere mich nicht, also was das nächste kommt. Weißt du, es ist irgendwie, das ist wie ein Poem oder ein Lied, oder? Wenn du ein Stück rausholst, dann plötzlich bin ich völlig verloren, oder? Ja. Das ist für mich schwierig. Ja, du bist sehr, sehr an Text gebunden. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Es wird immer besser, aber manchmal, ich lasse es einfach da drin, weil es sonst, ja. Ja, du bist ja noch nicht lange in der Schweiz. Also. Das ist das Problem, ja. Nur 20 Jahre jetzt. Hast du noch auf andere Sprachen Comedy gemacht? Englisch logischerweise? Sorry? Auf andere Sprachen? Ja. Englisch hast du gemacht, Deutsch, was hast du noch gemacht? Französisch. Ja, ich habe 5 Jahre in Genf gelebt und ich habe gerade herausgefunden, dass die Genfer doppelt so viel Toilettenpapier benutzen als die Zürcher. Ja, viel weniger Leute, einfach mehr Arschlöcher. Das ist die Wahrheit. Und ich habe so gewusst, dass jetzt ein Joke wirklich? Kommt. Wirklich? Nein, ich habe 5 Jahre in Genf gelebt. Ich habe es gehasst, aber ich spreche jetzt Französisch. Ich meine, ich habe schon vorher Französisch gesprochen, aber ich kann die Shows auf Französisch machen. Ich habe am Anfang in Europa nur auf Französisch gemacht. Okay. Und ich habe auch meine Show auf Italienisch gemacht. Wirklich? Ja. Ich spreche ganz schlecht Italienisch, aber ich habe einfach die Texte auswendig gelernt. Mhm. Und dann... Ich habe eine ganze Show gemacht, 90-minütige Show auf Italienisch gemacht. Ich habe es auch einmal auf Spanisch gemacht, aber ich habe die Texte nicht auswendig gelernt. Ich habe einfach alles so die Texte auf den Boden geklebt, auf die ganze Bühne. Und ich bin einfach zum Ort zu Ort gegangen und dann ein hombre de Suez, el sexo orale con una gallina. Boom! Und dann eine Gag gemacht, oder? Und dann zum nächsten. Das ist die einzige Gag, was ich noch erinnern kann. Das war ein Mann nach oralem Sex mit einem Huhn. Das ist alles, was ich erinnern kann auf Spanisch. Hat es funktioniert? Hat super funktioniert. Ja? Es war ein Festival und ich habe ein Festival gewonnen. Ich war der Beste. Ich meine, damals gab es nicht so viel Konkurrenz in Spanien. Krass. Weil ich habe mal gesehen, gerade eben für Physical-Nummern kannst du theoretisch in jeder Sprache auftreten, weil du musst ja nicht schwätzen. Und wenn etwas geschwätzt ist, kannst du immer noch ab Band laufen lassen. Das kann man, ja. Ich würde es auch so machen, wenn ich das nochmals... Wenn ich zum Beispiel in Japan oder China machen würde, dann würde ich so die Übergangs, manchmal musst du etwas wissen, um was es geht, oder? Genau. So ein Sketch, ein Besuch beim Zahnarzt, musst du einfach nur das wissen, manchmal bei mir, oder? Ja. Und das habe ich alles vorher einfach übersetzt, oder? Aber jetzt kann ich das einfach auf Band machen und da. Ja, weil ich habe mal eine gesehen, Fafa heißt die, weißt du, ob du die kennst, aus Belgien. Mhm. Sieht aus wie 150 Jahre alt. Wirklich. Unglaublich. Mhm. Ganz viel Falten und macht mit dem Gesicht Sachen. Und die hat eine Nummer gehabt, wie am Radio es einfach heisst, wir hören jetzt auf mit dem Rauchen. Und sie ist am Rauchen in der Küche. Und dann heisst es, jetzt nimmst du Zigarette und isst sie. Aha. Und dann macht sie das und dann heisst es, es ist nur ein Witz gewesen. Natürlich machen wir das und das und das. Und dann ist das ganze Bit, die ganze Nummer ist dann, wie es immer noch aus ihrem Maul raus raucht. Und sie trinkt Wasser und es raucht und es raucht. Aha. Und dann hat sie mir gesagt, sie hat einfach das, was Radio sagt, hat sie einfach auf 30 verschiedene Sprachen. Ah, okay. Einfach überall einmal aufnehmen lassen von irgendjemandem, okay. Wo die ganze Radiogeschichte. Ja. Und dann kann sie es überall spielen. Ja. Ah, that's cool. Ja, das ist eben schon noch praktisch so. Es ist sehr praktisch, ja. Aber du spielst hauptsächlich in der Schweiz. Du hast früher noch hingegen nicht nur als Strassenkünstler Auftritt gehabt, sondern auch an sehr speziellen Ort. Einmal hast du mir gesagt, du hast in einem Stripclub Auftritt gehabt. Ich hab im Stripclubs gearbeitet, sogar in der Schweiz, hier in Terrasse.
habe ich so zwischen den Strippers Nummer gemacht, oder? Und auch in anderen Discos in der Schweiz. Damals war es ziemlich normal. Das war die 90er Jahre. Also das ist ein Strip-Dance und dann nachher kommst du? Komm, ich mache so eine Jonglier-Nummer. Play with my balls. Show the people my balls. Und ja, das habe ich in der Schweiz gemacht. Und dann, aber in Australien war ich eigentlich auch der Moderator von so australischen, so, wie heißt diese Stripper-Männer-Dings? Chippendales. Ja? Ja, ich war der Moderator von der australischen Chippendales-Show. Wirklich? Ja. Ich bin in Australien auf Tour und so mit einer. Und habe immer so Comedy inzwischen gemacht, ja. Aber es war ein bisschen krass. Die Frauen waren immer so, show us your cock! Eben, funktioniert das? Also, haben sie wollen, dass du auch ein Chippendale bist? Nein, hat sie sehr gefragt, aber ich habe nicht gemacht. Aber es war eine lustige Erfahrung. Die andere Seite, weißt du, in der Schweiz, das waren Frauen am Strippen und bei mir in Australien, das waren Männer am Strippen. Yeah. Und die Frauen waren einfach viel aggressiver als die Männer, weißt du? Wirklich? Ja, als Publikum. Die Frauen waren viel lauter und wow, yeah, wow. Und, weißt du, einfach absurde Sachen geschreit die ganze Zeit. Gut, aber Australien. Ja, Australien. Aber die Männer-Strip-Shows, also Frauen-Strip-Shows in Australien, die Männer sind auch ruhig, oder? Ja. Sitzen auch ruhig, ja. Ja, ein Phänomen. Was hast du sonst noch für komische Orte gehabt, wo du auftreten bist? Einmal in einem Bus. Ich musste so in einem Reisebus eine Show machen. Ja, physical. Physical, ja, alles. Jonglieren, Zauber. Ich habe jongliert und so, es war um die Ecke gefahren und so. Und auf ein Kreuzfahrtschiff, aber Kreuzfahrtschiff während Sturm. Oh. Ja, mit Leuten so am links und rechts so kotzen und ich in der Mitte am lustig machen. Habe ich gemacht. Ja, ich habe auftreten so in Asien und in Tempeln und solche Orten. Was noch? Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber krass. Verschiedenste Orten. Und hat diese Reise damals, hast du das geil? Ich war letzte Woche in die Kirche in Zürich. Ja. Yeah. Wie heißt es? Frauenkirche, nicht die Frauenkirche, die große auf dem... Frau Münster. Ja, habe ich eine Show gehabt mit dem Orchestra. Und dann haben wir eine Ballonnummer oben gemacht, wo der Priester steht. Wirklich? Ja, für 200 Leute. Also das war auch eine wahnsinnige Erfahrung. Yeah. Weißt du, du spielst da, wo sonst nur Priester spielen und machst eine Comedy-Nummer. Yeah. Und ja, habe auch in dieser Reithof in Österreich, wo die Pferde sind, diese Pferde, die in die Luft springen. Dressurritter, oder was? Ja, diese Dressur, dieses Bekannte in Wien, weißt du, mit dem... Ich kenne... In der spanischen Reitschule. Jetzt, merkst du, wie der Christoph alles weiß? Er weiß, das ist crazy, deswegen gell? Ist er da, wir brauchen ihn. Ja, in der spanischen Reitschule, ich war der erste so Comedian, der jemals da gespielt hat. Mhm. Und es war ein Special Event und habe mich da engagiert. Und ich ging auf die Bühne, es war, hallo. Die Leute können mich gar nicht hören. Nach 5 Minuten muss ich aufgehen. Ich glaube, sie haben das wahrscheinlich damals vor 200 Jahren als Theater gebaut und gesagt, oh, Akustik ist aber scheiße. Ja, bring mir die Pferde hier einfach hier rein. Aber wo du damals eben so am Umreisen gewesen bist, das Reisen hast du toll gefunden? Hast du das geil gefunden, dass du eigentlich nie daheim hast? Ich habe immer noch wirklich daheim, würde ich sagen. Wirklich? Nein. Fühlst du dich immer noch als Nomade? Ja, ich bin immer noch Nomade, ja. Ja? Ich könnte mich heute, weißt du, meine Frau und ich haben schon heute gesehen, dass, okay, guck mal, wir haben keine Arbeit für 7 Monaten jetzt wahrscheinlich, oder? Wenn das alles schlecht geht. Mhm. Wir haben gesagt, okay, dann ziehen wir ab. Brechen wir ab. Gehen wir irgendwo anders hin. Solange du darfst. Ja, solange ich darf. Aber, ja. Aber für uns ist es wirklich, für meine Frau und ich, es war wirklich kein, like, oh nein, es war, okay, dann gehen wir. Ja. Es ist, ich bin nicht gebunden, weißt du, ich bin... Ich bin gerne hier und habe viele Freunde und so, aber ich bin nicht an irgendetwas gebunden. Ich bin immer Rolling Stone. Ich bin immer auf Tournee und bewege mich die ganze Zeit. Ich fühle mich am besten, wenn ich mich bewege. Mhm. Weißt du, ich fühle mich besser, wenn ich reise und einfach vom Ort zu Ort gehe. Yeah. Ja, es ist irgendwas im Blut. Ja.
So was wie eine regionale Frage? Das, du hast mich gefragt wegen etwas. Eben wegen Reisen. Also wegen Reisen. Das ist in dem Fall. Nein, ist, ich mache es gerne. Konstant im Flow. Ja, ich habe gerne Änderungen, oder? Ja. Neue Sachen, fast neue Shows, neue Leute. Als Australier ist Veränderung eigentlich ein Fremdwort sonst. Weil ja, Australien ist sehr eintönig von der Landschaft her. Von der Landschaft her, ja, es ist wirklich, ja, du weißt es, ja. Es ist sehr langweilig. Mhm. Ja, ja. Und das ist ja, Europa ist ja im Vergleich crazy, weil du gehst 100 Kilometer, 200 Kilometer. Nein, das ist ein Traum. Und es sieht alles wieder anders aus. Ja, eben, andere Spruch, ja, andere Mentalität. Deswegen bin ich wirklich gerne hier. Ja. Ja. Für mich Australien, ich bin sehr gelangweilt, sehr schnell gelangweilt in Australien. Ich bin ein paar Mal schon in Australien gereist und ich habe schon alles gesehen, was man, ja, was es gibt zu sehen. Also so wahnsinnig, so anders, oder? Ja. Ich habe all die schönsten Städte gesehen, all die schönsten Gebäude, all die schönsten Monumente und so. Und jetzt aber in Europa, das ist konstant. Ja. Ich bin immer noch am neue Sachen lernen und sehen, oder? Wo siehst du dich noch hingehen? Also so wohnen, weil aber leben tust du ja dann gar nicht dort. Keine Ahnung. Im Augenblick keine Ahnung. Egal. Keine Ahnung, ist egal. Ja, nein, ist nicht egal. Aber ich würde gern schon in England leben mal und ich würde schon auch gerne mal vielleicht in Amerika. Amerika würde mich schon reizen. Ja. Ja, ja, einfach weil es gibt so viel zu tun und zu machen in Amerika. Und die machen alles so groß und es ist nicht so, ja, die Gedanken sind unlimited, oder? Mhm. Ja, das ist, und das ist ein bisschen, was in der Schweiz fehlt. Alle denken sehr klein und sehr, die Probleme sind klein und es bleibt alles klein. Aber Amerikaner sind einfach, das ist ja kein Problem. Wir machen einfach, pff. Und das reißt mich irgendwas, ein bisschen in diesen Kontext zu leben. Ja. Ich find Amerika hat ein paar von den schönsten Theater, die es gibt. Ja, es gibt schönste von alles, was es gibt. Es sind zweieinhalb Tausender Theater. Das ist eine Größe, die macht bei uns gar keinen Sinn. Mm. Du hast dann von mir aus ein Samsung Hall, das hat die Größe. Ja, ja, ja. Aber auf der Theater, aha, wo 2500 Plätze hat, wo dann eben auch Komiker auftreten und Konzert. Das ist bei uns nur im klassischen Theater. Ja, ja, ja. Das ist das Ding. Es ist in der Schweiz, in solchen, diese schönen klassischen Theatern zu spielen, das ist für uns fast ein Spielverbot für Comedians, oder? Und das ist jetzt komisch. Ich habe in London gespielt. Eine meiner ersten Shows, was ich in London gespielt habe, war in so ein 700 Sitzplätze Theater. Direkt im Covent Garden und wirklich so wow, oder? Yeah. Und ein paar Mal in Deutschland habe ich in solche Theaters gespielt, habe hier in der Schweiz. Ja, es ist immer so Mehrzweckhalle. Das ist so. Kleintheater oder Mehrzweckhalle. Mehrzweckhalle und so Kulturtempel XY, wo oft alles ist. Ja, ja, genau. Es geht gar nicht anders. Ja, die meisten stinken nach Turngerät. die eine Garderobe ist doch so toll mit der Gymnastikball. Ja, genau. Ja. Ah, sehr schön. Wenn du jetzt 7 Monate Pause hast. Eine Pause? Ja, sozusagen. Du hast ja gesagt, eigentlich rechnest du jetzt damit. Es sieht so aus. Es sieht so aus, dass wir bis zu 7 Monate, ja, bis zum nächsten September, bis wir richtig spielen können, oder? Genau, weil jetzt ist Frühling. Verschieben kannst du vielleicht, je nachdem. Ja, wir verschieben alles, was wir können. Oder? Und dann ist je nachdem Mai, aber vielleicht darfst du dann auch noch nicht, also verschiebst. Ich habe schon veranstaltet, die haben alles von Mai schon verschoben. Ja. 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 So, es sieht aus, als ob wirklich Tourbeginn wieder im September. Ja. Ja, ja. Jetzt muss ich gleich schnell fragen. Ich werde das die ganze Zeit gefragt. Wie überlebst du jetzt bis September? Goodwill. Ja. Yeah. Ich bezahle einfach die Miete nicht. Ich bezahle all die Rechnungen nicht. Nein, ich habe schon ein bisschen Buffer, oder? Das hilft für ein bisschen, aber nicht sehr lange. Und danach bin ich angewiesen auf, ich muss einfach neue Sachen finden. Ja. Ich habe auch meine Production-Firma, die würde mir auch ein bisschen helfen, natürlich. Ich habe auch Freunde, die ich fragen kann. Oder es wird so ein Zeit, wo man ein bisschen links und rechts alles, darf ich da haben, darf ich das auf aufs Eis legen und, weißt du, ein bisschen jonglieren. Aber ich bin
bin mich daran gewöhnt. Ich mache das schon seit 35 Jahren. Das sind jetzt aber gerade, weil ich sage, es heißt immer so Künstler, die armen Künstler jetzt. Und natürlich ist es scheiße. Das, im Gegensatz zu sonst sind es jetzt oft alle gleichzeitig. genau. Also das Ding ist, ich finde es auch, ich andere Leute, die haben das nie erlebt. Sie müssen das nie, bis jetzt in ihr Leben nie sowas machen, oder? Ja. Es gibt viele Leute wahrscheinlich in Restaurants und so, die haben immer Job, immer Geld und immer, weißt du, aber ich bin seit 35 Jahren immer auf Jonglieren, oder? Du hast eine Show, das ist so, dann ein Flop und dann irgend so ein paar Monate, wo du keinen Job hast und dann bist du pleite und dann musst du jemanden fragen und dann musst du Geld von hier und dann musst du, und du gewöhnst dich dran, oder? Diese Crisis habe ich fast seit, ewig, oder? Das heißt, es ist für mich einfach ein anderer. Ja, das kriegen wir schon hin. Es ist das, was ich sage. Es ist wie wenn ich mir jetzt komplett verkalkuliert hätte mit einer Tour und eben niemand kommt. Was auch kann sein. Fragt mich nicht, wieso. Aber es kann natürlich auch immer mal sein. Ja, ja. Und dann ist es nicht groß anders. Ja. Ich habe zum Teil fast das Gefühl, dass gewisse Leute jetzt froh sind, dass sie mal etwas externem die Schuld können geben, wenn es nicht läuft. Weißt du? Ja, das ist das könnte sein. Weil, wie du sagst, die Crisis hat es immer wieder mal gegeben. Was ist so die schlimmste gesehen, die du mal gehabt hast? Meine schlimmste Crisis? So finanziell Crisis? Oh. 2002, 2003, so da rum. Da habe ich Rob's Comedy Club zu Ende gebracht und dann habe ich eine Fernsehshow geschrieben und alles so vorbereitet für Deutschland und dann ist mein Produzent und die ganze Firma bankrott gegangen und so meine ganze Arbeit, 6 Monate Arbeit ist in die Hose gegangen. Dann habe ich noch einen Deal gemacht mit Deutschland für eine Show und die Show haben wir gezeigt am 11. September, am gleichen Tag aus die Twin Towers, oder? Wirklich? Und ja, und diese ganze Serie war dann auf Eis gelegt und dann ich habe nie mehr davon gehört. Und dann habe ich gleichzeitig dann ein Projekt für Ravensburg gemacht, so ein Ritterspiel. Und ich war so ein großer Vertrag aus Sponsoring und so. Mhm. Und ich war der Ritter und so. Und dann hat das Spiel nicht funktioniert, so vom Technik funktioniert, die haben das als weggeworfen, oder? Yeah. Da habe ich 100.000 da verloren und dann, ich habe einfach eins nach dem anderen so Schläge bekommen auf dem Dach, oder? Und dann plötzlich war ich völlig unten und dann habe ich eine Anfrage nach Australien für eine große Show in Australien und ging nach Australien, habe alles verkauft in der Schweiz und bin nach Australien für diesen Show. Ganze Familie nach Australien, sollte 2 Jahre auf Tournee sein in großen Theatern und es war nach einem Monat bankrott, oder? Und dann war ich wirklich nichts. Und dann kam ich zurück in der Schweiz und habe eine Angebot in England gehabt mit die Produzenten von Mr. Bean. Ich habe alle Geld da investiert, was ich noch hätte und dann ist das alles auch in die Hose gegangen. Die haben eine Wechsel gehabt beim BBC. Yeah. Ein neuer Chef von BBC und hat gesagt, no, dieses Projekt interessiert mich nicht. Und dann ist es alles auf weggeworfen, oder? Und dann habe ich nur Geld, war nur Schulden an den Steuerbeamten und AHV und alles in Genf, oder? Yeah. Und kein Jobs. Und ich habe, fuck it, habe angefangen zu malen. Und, und deswegen male ich so viel. Ich habe 20 Bilder gemalt in dieser Zeit. Und dann fing es wieder an mit Rolf Knie und Salto Natale. Und dann nochmals fing ich an wieder mit Shows hier in der Deutschschweiz. Auf einmal habe ich einfach aufgegeben. Habe gedacht, nein, ich habe einfach so viele Flops, eins nach dem anderen, während 3-4 Jahren. Mhm. Und musste einfach kämpfen und das alles verloren, ein bisschen Geld wieder gemacht, dann alles nochmals verloren und dann dachte ich, es macht ja keinen Sinn, ein Effort zu machen, weil alles, was ich, all I touch turns to shit. So habe ich aufgehört. Das war ein bisschen deprimierend. Da habe ich auch Depression gehabt. Wenn du wirklich jedes Mal hast das Gefühl, das ist es wieder, endlich, oder? Ja. Und dann wird es eigentlich noch schlimmer. Das ja, es ist lustig, aber im Augenblick ich glaube, für 2 Wochen habe ich die Anfrage bekommen von America's Got Talent. Wirklich? Ja, die wollten mich America's Got Talent. Und ich dachte,
ja, yeah, eine Chance in Amerika, finally etwas zu machen in Amerika. Und dann noch ein Anruf mit ihm, ja, ja, wir wollen das ja haben. Okay, Business Tickets, ja, kein Problem, Business Tickets. Und dann nichts mehr. Weil diese fucking Virus-Sachen, yeah, oder? So, jetzt, die nehmen keinen Künstler von Europa jetzt, oder? So. Ja, aber die werden die Sendung gar nicht machen. Wahrscheinlich nicht, nein. Und das ist dann wieder deine Chance, weil, wenn sie sie dann machen, dann habe ich noch, ja, nächstes Jahr. Sprich dabei, ja? Ja, ich bin dabei, ja. Das war geil. Das war geil, ja. Ja. Aber es ist, ich kriege immer solche Sachen, du denkst, yeah, wow, fucking cool. Und dann, zwei Tage später, Mr. Spence, we're sorry to tell you. No way, ja. Ja, aber es ist eben, es ist immer wieder mal so. Und ich glaube, das ändert sich auch nie. Weil das finde ich noch wichtig, muss man in diesem Podcast auch ab und zu erwähnen. Man hat immer das Gefühl, die Leute sind dort, wo sie sind, und es ist einfach so passiert. Mm. Weißt du, also auch bei Musikern und, mm, und alles in der darstellenden Kunst sozusagen. Wenn jemand mal, einen erfolgreichen Film hat, was einmal alle 10 Jahre passiert, mm, die haben meistens schon 5 Flops, ja, ja, finanziell. Ja. Vorher gemacht und das, ja, kriegt einfach niemand mit. Ja, 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 absolut, absolut. Und, ja, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das ab und zu auch erwähnt, dass die Leute auch verstehen, es ist nicht einfach von nichts. Nein, es ist nicht von nichts, und das Ding ist wichtig, ist nicht aufzugeben. Ne? Das ist das Ding, weißt du, einfach weiter zu kämpfen, mhm, und so. Es ist manchmal hart, aber ich habe einfach einmal in Genf, als ich da lebte, habe ich aufgegeben. Ich habe wirklich den Tuch eingeworfen. Yeah. Sagt man das auf Deutsch? Oder? So Handtuch geworfen, ja. Handtuch geworfen, sagen, yeah, wir auf Englisch. Throw in the towel. Ja. Yeah. Und es war falsch. Es war falsch. Ich hätte es nicht sollen machen. Mhm. Wenn jetzt bin ich viel älter und reifer und ich sehe was. Und man muss einfach sagen, okay, shit happens. Yeah. Get back up again. Und fang wieder an zu schaffen. Fang neue Ideen an. Ruf Leute an. Mach Meetings, so. Nicht aufgeben, mhm, oder? Nicht, ja, aufgeben. Und manchmal schlägt es so hart. Weißt du, ich hatte das Gefühl, ich war bang, 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 mhm, bang, bang, und plötzlich einfach hingefallen. Ja. Und fast ein Jahr auf den Boden gelegt, oder? Ja. Und dann wieder auf und voll los. Aber jetzt, ja, würde ich es nicht wieder machen. Ich stehe sofort wieder auf. Sogar jetzt, nicht aufgeben. Nein, nicht aufgeben. Wieder aufstehen. Nein, es geht weiter. Mhm. Es geht weiter. Mhm. Es ist wirklich nur ein Test. Oder? Life is hard, but I'm fucking harder. Ich finde das so schön, passend zu der jetzigen Situation, was du gerade gesagt hast. Weil jetzt betrifft es tatsächlich mal alle, und in dem Fall ist es aus unserer Künstlerperspektive gar nicht so schlecht, mal anzuschauen. And you know, it's also good to hit the fucking reset button. Ja. Yeah. Weißt du, es ist im Augenblick, meine Frage ist, hey Rob, wir können einfach reset button, wir können irgendwo anders hin und dann irgendetwas anderes machen. Ja, yeah, mhm, eigentlich, oh, du kannst auch neue Sachen machen, was du niemals gemacht hast, aber du wolltest immer machen, oder etwas, was du nie daran gedacht hast, ausprobieren, und weißt du, das ist im Augenblick, im solchen Moment, ist fantastisch. Ja. Ganze Schweiz kann den Reset-Button. Es ist eine Chance, man kann es mal anschauen. Es ist eine Chance, ja. Yeah. Take some time and just think about, was ist wichtig. Was soll ich jetzt machen, was ich seit langem nicht mehr gemacht habe. Mhm. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, bist du gekommen. Bitteschön, bitteschön, ist schon vorbei. Ja, willst du noch ein bisschen weiter? Ja, ist mir egal. Jetzt läuft's. Es ist alles egal. Nein, ich muss ich sagen. Ja, Zeit. Ja. Reden wir bis zum September. Also, das sage ich, keine Ahnung, wie lange wir jetzt noch machen, aber das sage ich auf jeden Fall noch. Ich schätze wahnsinnig, es ist ja für mich ein spezieller Podcast, weil du und ich, wir reden eigentlich nur Englisch zusammen. Mm. Und, ist wahr, ja. Und du hast gefunden, für den Podcast bist du so nett und redest Deutsch. Deutsch, mit ein bisschen Schweizerdeutsch auch dabei. Und ich schätze das wahnsinnig, weil viele Menschen, die dir zuhören, werden jetzt ein bisschen dich besser kennengelernt haben. Hoffentlich. Ja. Ja. Und wenn ich noch Englisch gesprochen habe, sie hat mich sogar noch besser kennengelernt, was meine richtige Stimme hört. Ja. How I really sound. And you hear when I speak English, I swear a lot, huh? Oh yeah, I know that. Yeah.
Das ist mir nicht nice. Ja, ich bin vom wirklich den schlechtesten Ort von Sydney aufgewachsen. Aber das ist sicher eben der australische Einfluss, oder? Ah ja, es ist total. Weil ich in Australien gesehen bin, und ich finde das immer blöd, wenn man so pauschalisiert und so, aber Australier haben wahnsinnig viel Humor. Mhm. Sie fluchen wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Und es viel ist, zu viel. Es ist so, der Umgang ist so, dass das freundschaftliche Dissen konstant. Es ist konstant. Einfach wirklich, es ist jeder ist eigentlich ein Arschloch, ja, ja. Aber es ist immer mit so einem freundschaftlichen... Ja, ich habe heute meinen besten Freund in Australien angerufen, ich habe mit ihm seit 6 Monaten nicht gesprochen. Yeah. Und the first thing I said, hey, go and you can't. That's fucking normal. And I said, yeah, you fucking wanker, how you doing? Und das, wir lieben einander. Aber du darfst nur das sagen mit jemandem, das du gern hast. Ja. Und das beweist, dass du so nah bist, dass du das darfst sagen. Absolut. Oder? Ja. Und das ist der Beweis. Und du darfst es dann nicht machen, wenn du zum Beispiel eben in den USA bist. Mm. Dort drehen sie komplett durch, wenn du das würdest sagen. Ja, keine Ahnung. Die sind alle so oberflächlich. Du kannst mit ihnen sowieso nicht auf den tiefen Grund gehen. Ja, aber das ist, du sagst, du bist an einem schlechten Ort von Sydney aufgewachsen. Mm. Aber das können wir eigentlich schon noch schnell schwätzen. Naja, ich bin von einem Vorort von Sydney aufgewachsen. So, wirklich langweilig, aber langweilig an sehr aggressiven Orten und sehr viel Kriminalität und so. Bist du in einer Gang gewesen? Ja. Wirklich? Ja, schon, ja, ein bisschen schon, ja. Was haben sie gemacht? Auto Scheiß anzündet. Gebaut. Scheiß gebaut. Autos anzünden und so. Nicht angezündet, aber geklaut. Mm. Autoteile geklaut und wieder verkauft und wirklich? Ja, solche viele Gangfights und solche Sachen. So, wir waren einfach jung und langweilt. Also eigentlich nur aus Langeweile, weil es eigentlich war keine Kultur da und kein wirklich nichts Großes zu tun. Und wir waren alle so Adrenalin-Junkies, oder? Wir hatten es gern, wenn die Polizei hinter uns wäre oder eine andere Gang oder so. Yeah. Das hat einfach Spaß gemacht, oder? Also einfach ja, jung und blöd und gelangweilt. Und dann bist wegen der Comedy aus der Musik? Nein, aus Breakdance. Wirklich? Breakdance für meinen Punkt, ja. Ja, mit 18 habe ich gedacht, wenn ich das weitermache, jetzt würde ich ertappt von der Polizei, dann lande ich im Gefängnis, oder? Und viele von den Kids, mit denen ich aufgewachsen bin, sind wirklich ins Gefängnis. Und einige sind immer noch da. Und kein Scheiß. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich das jetzt mache weiter, dann ja, kriege ich Probleme. Und dann habe ich einfach Breakdance auf meinen 18. Geburtstag so entdeckt. Ja. Und habe einfach bumm angefangen mit Breakdancing. Wie hast du das entdeckt? Ich habe es im Fernsehen gesehen, auf MTV. So ein MTV-Special und haben Breakdance gemacht im Fernsehen. Ich dachte, wow, das ist aber cool. Und habe ich einfach das am gleichen Abend auf meiner Party, auf meiner Geburtstagsparty, so nachgemacht. Und so, yeah, das machst du aber cool, Mann. Und dann, ich war einfach ein Naturtalent mit dieser Bewegung. Ich habe mein Leben bis dann kaum getanzt. Mhm. Weißt du, so einfach, und ich habe eins gesehen, dachte, du machst so. Und dann meine Freunde, ja, cool, machst du das, cool. Die Frauen waren, wow, ja, mit dem will ich schlafen. Und dann habe ich das einfach weiter gemacht und dann einfach so andere getroffen und gelernt. Und dann innerhalb von 3 Monaten war ich wirklich Profi-Breakdancer und habe mein Geld damit verdient. Ich habe so, alles gemacht, so Helikopter auf dem Kopf und alles. Alles. Really? Ja, yeah, ja, yeah, die ganze Windmills und yeah. Mit den Hands und Spinnings und alles können machen. und dann habe ich so ein Team mit meinem besten Freund, der immer noch in Japan lebt. Ja. Yeah. Ja, wir haben so ein Team aufgebaut und wir haben uns dann so überall verkauft und haben einfach so als Lehrer gearbeitet, haben junge Kids beigebracht und das war unser Job. Und so hast du dann deine Gang verloren? Ja, ich habe meine Kriminal-Gang verloren und meine neuen Breakdance-Gang gefunden. Und dann haben wir einfach nur so kriminelle Sachen, so Trains gesprayt, oder? Mit Dosen, oder? Spraydosen, yeah. Oder? Solche Sachen. Wie wir in der ersten in Sydney das gemacht haben. Es muss irgendwie noch ein bisschen so illegal Sachen machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ein bisschen Adrenalin, oder? Ein bisschen nachverkürzelt. Ja, yeah, genau. Yeah. Genau. Yeah. Und dann von da bin ich einfach bei einem Casting für einen Vergnügungspark, haben sie mein Comedy-Talent entdeckt. Und dann bekam ich meinen ersten Job, so
vom einen Tag zum anderen von Pantomime. Oder? Dann bist du Pantomime. Ja, Pantomime. Aber am Anfang, keine Ahnung, ich habe niemals Pantomime gesehen. Yeah. Sie haben gesagt, einfach lauf hinter die Leute her und mach ihnen nach. Und dann habe ich das... Es hat eine Pfeife gehabt, jetzt immer so... Nein, ich habe es einfach voll silent gemacht. Und dann einfach improvisiert mit den Leuten, so Blödsinn gemacht, oder? Und war sehr schnell, ich war schnell die erfolgreichste so Künstler im ganzen Funpark. Yeah. Ich habe riesen so Publikum gehabt, Leute so um mich herum gestanden, ich habe einfach improvisiert und dann habe ich mein Gage verzehnfacht innerhalb von einem Jahr. Fing an mit $100 a day und dann war auf $1,000 a day. What? Innerhalb von einem Jahr. Mit 18. Damals, für 35 Jahre, das ist super. Ist ja nicht gesund, oder? Nicht so viel verdient. Ja, es war, damals war es, ja, ich habe kein Kokainproblem gehabt, so es war kein Problem. Aber ich habe einen schönen Penthouse gehabt, viele Partys gefahren. Und, na, es war gut. Und trotzdem, das ist ja das Faszinierende, trotzdem hast du dann gefunden, jetzt gehe ich weiter. Also weißt, man könnte ja dann eigentlich schon sagen, ich verdiene gut Geld, ich habe ein Penthouse. Ja. Und dann sagst du, ich muss jetzt nicht mehr anders sein. Ich wollte einfach besser sein. Yeah. Ich wollte besser werden. Und ich wollte nicht Straßenkünstler bleiben, ich wollte wirklich schauspielen. Deswegen bin ich an der Universität, habe einen Bachelor in Schauspiel und Regie gemacht, oder? Und ich wollte einfach Theater machen und Filme und Fernsehen und so. Ja. Auf die Straße wollte ich gar nicht. Es war für mich zu viel, sehr, sehr lange auf die Straße. Mhm. Ja, ich wollte nur 2 Jahre, ich habe fast 7, 8 Jahre auf die Straße geschafft. Ja. 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 Aber wenn es gut läuft, dann kannst du eigentlich nicht aufhören in dem Moment. Well, das Ding ist, ich habe keine anderen richtigen Jobs. So. Mhm. Und so, dann habe ich einfach überbrückt mit Straßenshows. Oder? Ja. Und davon gelebt, ja. Hey, vielleicht kann man jetzt dann irgendwann wieder Straßenshows machen. Ich habe gedacht, im Sommer muss ich vielleicht wieder Straßenshows machen, weil es gibt ja keine andere Möglichkeit. Aber in der Schweiz ist eigentlich nicht so ein guter Ort für Straßenshows, oder? Nein, ist nicht so gut. Nein. Aber... Ja, es ist fast überall illegal, oder? Ja. Yeah. Luzern gibt es einen guten Ort. Und Zürich, ja, könnte sie. Aber nein, die Schweiz ist nicht so optimal. Italien macht mir viel mehr Spaß. Ja. Ja. Ja, eben. Jetzt momentan schwierig. Momentan schwierig. Aber vielleicht irgendwann wieder. Ja. Ja. Wenn du noch Fragen hast, frag nur. Hey, ich bin hier. Nichts anderes zu tun. Bis zum Film. Ich finde es einfach faszinierend, was du alles schon gemacht hast. Also weißt, es klingt so blöd. Ich mache seit 6 Jahren Comedy. Mhm. Also ich kann 3 Tage die Sachen ausfragen. Ja, weil mein Erfahrungswert ist so klein und ich merke schon, wie ich gewisse Leute kann etwas weitergeben, weil die fühlen jetzt da und da gibt es Comedy Clubs und Mixed Shows. Und offene Bühne und es gibt ganz viele Möglichkeiten, neu aufzutreten. Mhm. Und allein schon, wo ich gesagt habe, ich mache Stand-up, hat es das nicht gegeben in der Schweiz. Mhm, ja. Und dann finde ich das so faszinierend, wenn du eben nicht einmal gewusst hast, sozusagen, was Pantomime ist, sondern du hast es einfach gemacht, von sich aus beigebracht. Mhm, weil heute können Menschen auf Netflix können sie stundenlang Comedy schauen. Ja. Oder YouTube, etc. Ja. Man kann deine Ballonnummer schauen, da lernt man viel. Ja. Damals habe ich keine Referenz gehabt und nicht können finden. Nein, nicht möglich, oder? Nein, nicht einmal in einer Videothek damals hast du nicht etwas können finden. Oder hast Comedians können finden, weißt du? Aber nicht Straßenshows oder yeah. Pantomime-Shows oder Physical Comedy-Shows oder solche Sachen. Ja, was sind Comedians da gesehen? Huh? Comedians damals? Klar, so Pryor. Robin Williams. Großes Vorbild. Ja. Jim Carrey später gesehen. Ja. Aber Robin Williams war wirklich, eigentlich für mich, das war der Comedian, oder? Ja. Ja, weil er war physical, oder? Bewegt sich die ganze Zeit und macht immer Figuren und ja, konstant. Konstant. In andere Rolle geht und nochmal. Ja. Da habe ich am Anfang viel nachgemacht. Ja. Ja, und dann, bis ich meinen eigenen Stil entdeckt habe und so. Ja. Robin Williams hat ja oft geklaut
von anderen Comedians. Ja. Und sich nachher bei ihnen entschuldigt und ihnen Geld gegeben dafür. Wirklich? Ja, ich bin am Improvisieren gesehen und dann ist es auf einmal passiert. Dann habe ich die Joke habe ich gebracht oder deine Nummer, sorry. Aha. Und so. Weil also, er hat halt immer improvisiert und dann ist es schnell feier. Ja, genau. Das ist es so, ja. Also ich schulde dir etwas Geld. Du mir? Ich bezweifle es sehr. Ich glaube nicht, dass du jemals etwas von mir improvisiert hast. Oh nein, schon. Ich habe am anderen Tag irgendetwas gemacht. Ich dachte, oh, so ein Gag von Joel wäre gut da. Ich weiß nicht welcher, ich habe es fast so umgeschrieben. Ja, also aber ich tausche manchmal Gags aus mit Rima. Wirklich? Ja, manchmal sage ich, hey, kann ich diese Gag von der? Ja, kein Problem. Und ich sage, ja, kann ich diese Gag von deiner? Ja, kein Problem. Und manchmal hast du eine Routine und du brauchst einfach irgend so, es gibt einfach einen wunderbaren Satz. Und er hat es besser gesagt damals. Und er hat es gewusst bei mir, ich habe einen super Gag und kannst da, ne? Ja, aber wir machen das. Dann hat er Gags tischlet. Sehr geil. Ja, ja. Siehst du das Problem? Der Charles und ich können keine Gags tischlen. Wieso nicht? Weil Gags, glicke Publikum. Oder? Ja, aber die Gags, wo nachher, die passen nicht auf den Ja, sie passen nicht auf die, ja, das ist das Problem. Sehr schwierig, Gags vom Charles zu klauen. Ja. Musst umschreiben auf Australien. Ja. Ah. Ja. Nein, aber das finde ich das Faszinierende, wie du das hast müssen lernen für dich selber. Weil das ist für mich nicht vorstellbar. Ja, das ist, weil, weißt du, heutzutage gibt es Bücher, die das erklären. Ah ja, genau, auch dazu, ja. Und Videos, ja, YouTube. Und du... How to write comedy auf genau. YouTube, ja. Ja. Und du hast das einfach gespürt. Du hast gesagt, ich mache jetzt mehr das, Mhm. Und ich glaub, das könnte man heute gar nicht mehr. Wie hast du angefangen? Wieso wolltest du unbedingt Comedian? Wieso? Wie ist es gekommen? Hast du irgend so einen Auftritt gehabt oder so eine? Nein, ich habe es immer wollen machen. Aha. Also es ist wirklich, als ich Mittermeier gesehen habe mit 12, habe ich den Traum gehabt, mal ein Solo-Programm zu haben. Weißt du, ich wollte nie Comedian werden. Nicht? Nein. Sondern? Schauspieler. Ja? Yeah. Schauspieler. Ich sehe mich nicht als Comedian. Ich sehe mich immer noch als Schauspieler. Aber du bist ein Comedian. Für mich nicht. Ich spiele einfach eine Rolle als Comedian. Yeah. Wenn ich Stand-up mache, das ist für mich nur eine Rolle. Ja, wenn du anlütest und einen dummen Spruch machst, dann bist du eigentlich auch schon Comedian. Ja, ich mache einfach einen dummen Spruch. Ich kenne Bauarbeiter, die gute dumme Spruch machen. Das sind kein Comedian. Ich sehe mich wirklich nicht als Comedian. Ich sehe mich wirklich als Schauspieler. Und ich fühle mich einfach unwohl in die Idee, dass ich Comedian bin. Ich hasse mich vorzustellen als Comedian. Ich hasse es. Nein. Vor allem, wenn ich im Ausland bin. Die Leute sagen, was machst du? Beruf? Ich würde lieber sagen, ich bin Gynäkolog. Ja? Ja, oder irgendetwas. Weil ich fühle mich einfach... Es ist eine Lüge für mich. Es ist so ein Titel, dass ich nicht irgendwie verdient habe irgendwie. Eben, weil du das Gefühl hast, du gehörst nicht dazu. So. Ich denke, ich bin nicht so lustiger Typ. Ich denke, Robin Williams oder meine Vorbilder, das sind fucking lustige Menschen für mich, oder? Mhm. Und das sind Comedians. Oder ich weiß es nicht, für mich selber, weißt du, ist schwierig mit dem Titel das zu geben, weil wenn du sagst, jemand, du bist Comedian, das bedeutet, dass du denkst, dass du lustig bist, oder du, weißt du, dass du sagst, du bist Aber das ist ja die klassische Denkweise von einem Comedian, dass man eben sich schämt eigentlich, das zu sagen, weil man das Gefühl hat, ich darf mich gar nicht so nennen, im Gegensatz zu denen. Ja, und die Leute haben Erwartungen auch, dass du lustig bist. Oder du triffst jemanden, du sagst, du bist Comedian und die warten, dass du lustig bist. Und ich bin nicht immer lustig. Ich bin nur meistens so lustig mit Leuten, die ich wirklich vertraue. Weißt? Mhm. Und dann kann ich sehr lustig sein. Und sag, wenn ich sehr ehrlich und offen und sagst die gemeinsten Sachen, bin ich lustig. Und das kann ich mit neuen Leuten, die ich gerade kennengelernt habe, oder? Und deswegen hasse ich das am meisten.
Aber, das, aber das sind ja viele Comedians. Also viele Komiker, vor allem auch, wenn, wenn du dann so... Du, fühlst du dich, wenn du sagst, ich bin Comedian, ist das für dich in Ordnung? Nein, ich finde mich, find mich privat zum Beispiel auch nicht sehr lustig. Ah, okay. Aber ich schaffe viel, dass ich auf der Bühne hoffentlich lustig bin. Mhm. Darum ist es mein Job, mhm, dass ich Komiker bin. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, seit ich Komiker bin, bin ich privat nicht mehr so lustig. Wirklich? Ja. Ah ja? Weil mein Performance-Gen ist jetzt auf der Bühne parkiert. Ah, okay. Weißt du, ich kann es jetzt. Du gibst da Vollgas auf, genau, die Bühne, ich kann's und dann jetzt dort auslassen, und darum, darum muss ich gar nicht mehr so. Bist du einfach im Parking? Ja. Daheim. Genau. Ah. Auf neutral. Auf neutral geschlagen, wie ein Schweizer. Schweizer Comedian. Aber es ist, aber es ist eben auch das. Es gibt dann so, es gibt dann so Tage. Das war eine Showtitel für dich. Neutral Comedian. Aber das ist ja, ich bin nicht lustig, ich bin neutral. Genau. Ja. Aber wo wir zum Beispiel das Video aufgenommen haben mit dem Charlie. Schweizerdeutsch für Anfänger. Mit Baseldeutsch, ja? Mit Baseldeutsch dort. Ich weiß noch, aus irgendeinem Grund, ich glaube, dort war gerade irgendwie Sommerpause gesehen vorher. Oder irgendwie, also es ist auf jeden Fall nicht so viel los gewesen. Mhm. Und dann komme ich zu euch und dann hat es gerade so gesehen, bang, bang, bang. Ich hatte die ganze Zeit den Spruch müssen machen, du hast einen müssen machen, der Charlie auch. Und wir, aha, haben uns so gegenseitig aufgeschaukelt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ah, wir sind schon lange nicht mehr auftreten. Weißt du, weil dann fährt es wahrscheinlich wieder an. Mhm. Also wenn ich jetzt, frag mich nicht, wenn wir jetzt wirklich Pause haben bis September, ich bin wahrscheinlich ab Juli bin ich unerträglich. Und egal wo, immer noch so, hey! Er muss eine Show wieder machen. Aber ja, ich kann nachvollziehen, dass zum Beispiel ich mega lang mich nicht getraut hat zu sagen, ich bin Komiker, weil ich eben finde, ich bin I'm not worthy of it. So, weil eben für mich sind Komiker Eddie Murphy und eben der Mittermeier und Bill Burr und so. Und ja. Aber ich habe dann eben auch irgendwann gemerkt, dass Privatperson und Bühnenperson ja nicht das Gleiche muss sein. Und du bist ein Paradebeispiel für einen grossartigen Komiker auf der Bühne. Ich bin auch so, ja, ich musste in den letzten paar Jahren einfach lernen, auch, dass es okay ist, nicht immer zu sein, zu sagen, okay, when I'm not on stage, wenn ich nicht auf der Bühne bin, dann bin ich einfach auf Offline-Mode, ja, oder? Genau. Ich muss einfach nicht mich immer beweisen. Das ist das Ding. Manchmal, ich habe Freunde, die müssen sich konstant beweisen zu jeder, dass sie lustig sind, oder? Ja. Und das finde ich manchmal mühsam, mit denen herumzuhängen. Und manchmal ist es auch für dich ungesund, oder? Ja. Dass du musst immer beweisen, was es das zeigt, einen sehr tiefen Selbstwert, Gefühl, dass du alle zeigen musst, die ganze Zeit, ich bin lustig, ich bin ein Bang, 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 oder? Weil es kommt immer in Wellen, Comedy, Lachen, oder? Mhm. Manchmal kommst du ein Thema und du bist Bang, 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 sehr lustig, und dann kommt ein anderes Thema und du bist, das ist nichts dazu zu sagen, was lustig ist. Und dann kommt ein anderes Thema und los, oder? Das ist auch beim Schreiben, oder? Wenn du schreibst Comedy, es ist so manchmal hart, du kommst in eine Phase und du schreibst während einer Stunde und da kommt gar nichts Lustiges raus. Und dann plötzlich kommst du auf irgendein Thema und dann los, Feuerwerk von Ideen, oder? Ja. Yeah. Und dann nichts mehr. Und diese nichts mehr denken, ich bin nicht ein Comedian. Aber ich glaube, das muss also sein. Also, das ist völlig normal. Ja. Und wie du sagst, man muss nicht konstant on sein. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich probiere das auch zum Teil. Aber es gibt Leute, die, like zum Beispiel Rima. Ja. Yeah. Der Mann geht nie ab. Das ist kein Off-Switch auf diesen Mann. Er ist konstant an. Und er bringt einfach, du mischst ihn die ganze Zeit, er hört nicht auf, oder? Mm-hmm. Und er macht es nicht, er ist einfach so. Er ist einfach so. Er denkt, sein Gehirn tickt konstant auf Comedy Wavelength, oder? Er sucht immer einen Gag in jedem Moment, in jeder Situation. Manchmal mit weißt du, wir sitzen im Theater zusammen, so ein Theaterstück. Gott für Daddy, Rima, halt die Klappe. Weißt du, ja. Also eine Beerdigung.
Aber Ari ist ja... Das war meine Mutter, du Arschloch! Aber Ari ist ja auch, vor, ich sage jetzt, vor 100 Komikern ist er dann noch der eine spezielle Ausdehnen. Also in einem Feld von speziellen Menschen ist er auch nochmal ein bisschen spezieller. Ist ein Spezial. Für mich, Marco ist für mich einer, die wenigen Leute, die Comedians sind, die wirklich sagen so, Getränk! Yeah. Comedian auf dem Kopf gestampft, oder? Yeah. Für mich, der ist einfach die ganze Zeit, also es gibt mehrere, die wirklich so sind, aber ich habe diese Stempel nicht. Yeah. Aber er für mich ist einer der, ich kann nicht vorstellen, als ein anderer Job, oder? Vielleicht als Politiker, aber einfach kein anderer Job. Gut, er ist Lehrer gesehen und ich würde ihn eben noch sehen als Lehrer. Das wäre egal. Er ist eigentlich super Lehrer eigentlich. Yeah. Er bringt mir manchmal Sachen bei. Er erklärt mir Sachen manchmal über irgend so von Geschichte oder so. Und es ist unglaublich, was er alles im Kopf hat und hält, oder? Ja, wir hatten mal irgendwie, was ist gesehen? Die Französische Revolution hätten wir mal erzählt, irgendwie in einer halben Stunde. Und dann habe ich so gedacht, Scheiße, wenn arme Geschichtslehrer gesehen war. Nein. Du wüsst alles. Du weißt, wie es wieder so ausspielt und dann. Genau. Ist absurd. Genau. Letztes Jahr hatte ich ein Weihnachtsessen und eben von wegen immer on sein, habe ich an dem Weihnachtsessen müssen auftreten. Und ich bin zuerst bei den anderen Leuten gesessen, die mich gebucht haben. Und dann sind wir so dort am Essen. Und dann sagt irgendwann einer auf so: Also bis jetzt finden gar nicht lustig. Ich sage, ja, sorry, ich tritt nachher auf. Aber es ist dann wirklich so wie die Erwartung, dass man schon am Essen unterhaltet. Und genau. Das ist das, was ich auch nicht gerne habe. Aber eben, man muss nicht. Nee. Also ich finde... Also, machen wir ein Verbot. Als du bis auf der Bühne bist, keine Gags mehr. Nein, aber man muss nicht. Also, weißt, es ist oft, eben, es kann erzwungen sein. Bei Marco ist es einfach, weil er so ist. Ja. Aber es gibt auch Leute, das hast du sicher auch schon gemerkt, es gibt die, wo dann wann lustig sein und zu probieren. Mm-mm. Und das ist mega anstrengend. Ja. Und dann es gibt andere, du triffst, ich habe einen Comedian, so einen Newcomer getroffen beim ZSL Comedy Club und er war backstage und alles so scheu und so schucht und war der unlustigste Mensch, was ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Ich dachte, oi. Ja. Und dann ist er aufgetreten, oder? Ja. Und alles, was so geschluckt war, kam raus. Ja. Einfach alle diese Comedy heraus. Er war sowas von lustig. Mhm. Ich bin fast in der Hose. Weißt du, dieser Typ, der hat einfach so diese Geschichte erzählt, über das er in Schweden aufgebaut. Ich weiß es nicht mehr, aber vergessen wir es. Aber fucking funny. Mhm. Hilarious. Was, Schwede? Nein, er hat irgend so eine Geschichte gemacht, mit Buchstaben herausgelassen und irgend... Ich weiß nicht, wer es ist. Okay. Anyway. Aber also gut. Schweden wüsste ich noch, Gabriel Vetter hat jetzt... Nein, Gabriel Vetter. Aber da ist nicht anyway. Beim Zelt Comedy Club gesehen. Anyway. Ja. Also einfach ein unglaublicher, perfekten Beispiel vom unlustig im Leben, auf die Bühne, lass die Sau raus. Ja. Das kriegst du ja bei Musikern zum Teil. Musiker, die kaum ein Interview können geben. Weißt du, wie sie so... Ja, aber das ist nicht normal. Das sind ein bisschen wie IT-Leute. Aber hast du das Gefühl, in der Comedy gibt es die Parallele? Ich glaube eben schon. Es gibt schon, ja. Gerade wir sind da eigentlich noch heilig, aber gerade wenn du schaust, so amerikanische Stand-up, vor allem in New York, sehr viel Depressive, die Stand-up machen. Und sie sind abseits von der Bühne, ist wirklich schwer erträglich. Ja. Und auf der Bühne sind sie mega lustig. Ja, England auch. Gibt es viele solche. Ja. In der Schweiz ist es gar nicht der Fall. Oder? Nein. All die jungen Newcomers sind alle gut drauf. Ja. No. Es gibt keinen deprimierten Comedian in der Schweiz. Alles das geht jetzt noch 10 Jahre. Und dann weißt du, es geht uns so gut hier. Das ist das Problem. Es geht uns so gut. Niemand ist deprimiert. Ich war damals, 2003, 4, 5, 6. Jetzt geht es mir besser. Jetzt? Ja. Seit einer Woche. Ja. Lass uns mal schauen, ob es deprimierte Comedians gibt im September. Das gibt es wahrscheinlich ein paar deprimierte Comedians in der Schweiz. Ja. Mal schauen, wie viele Comedians denn noch gibt. Ja, das ist auch eine Frage, wie viele Theater es da noch gibt. Ja. Ja. Anyway. Ja, es ist wirklich... Bleiben wir optimistisch. Es ist wirklich
spannend und krass, was jetzt passiert. Ja, ja. Aber du hast wirklich schön gesagt, es ist ein Moment, wo man dann auch sich ein bisschen Sachen anschauen kann und vielleicht auch... Am Augenblick würde wahrscheinlich ein Comedian, ein Künstler Purge haben. Weißt du, was Purge ist? Purge ist, wenn alle auf die Straße gehen, oder? Und sich etwas holen. No, a purge is when something is like a clean out. Like die Schwachen und Alten sind dann weg. Darwinismus, so. Ja, yeah, Darwinismus. So ein, yeah. A purge ist so eine, weißt du, nur die Starken jetzt überleben, oder? Also jetzt für 100 Newcomers auf der Szene, in der Schweizer Comedy-Szene, schauen, wie viel wir haben im September. Aber ich habe das Gefühl, in der Schweiz passiert das sowieso noch recht schnell, weil ich bin jetzt eben seit 6-7 Jahren am Comedy machen und dann schaue ich irgendwie im Büchli, weißt du, wo ich irgendetwas mehr aufgeschrieben habe oder so, und dann heisst es Auftritt bei so und so, und dann denke ich, so und so habe ich jetzt schon seit 4 Jahren nicht mehr gesehen. Aha. Weißt, keine Ahnung, was die Person macht. Mm-mm. Keine Shows mehr, tritt nicht auf. Mm-hmm. So, und dann merkst du, je länger du Comedy machst, und bei dir wird es natürlich noch krasser sein, merkst du, wie Leute halt wirklich kommen und gehen. Ja, ja. Nein, als ich anfing in der Schweiz, da waren so die ganze Kleinkunstszene, da waren viele so Clowns und so Comedians und so, die ist jetzt nicht mehr, du hörst nie mehr vom Innen, oder? Ja. Ja, ja. Seit Jahren nicht mehr, also wirklich, ja. Ja. The strong ones survive. Ja, und die, die nicht aufgehen, wie du gesagt hast. Die, die nicht aufgehen, ja. Das ist das Ding, ja. Never. If you love up. It so much, du kannst nicht aufhören. Ja. Nein. Ja. Obwohl du dich nicht als Komiker siehst. aber du machst es gern. Ich mache es gern. Ja. Ich mache es sehr gern, aber ich sehe mich einfach nicht als Komiker. Das ist der Unterschied, oder? Faszinierend. Und ich bin nie mit meinen Auftritten zufrieden, oder? Ja. Und meine Frau noch weniger. Wirklich? Wirklich? Ist deine Frau kritischer als du? Doppelt so viel kritischer als du? Ja, doppelt so viel. Und deswegen, wahrscheinlich halte ich gegen einen Standard und so, weil sie ist immer dran und sagt, nein, das ist nicht gut. Mhm. Zu schnell gesprochen, zu undeutlich gesprochen, zu, der Witz war gar nicht lustig. Das ist nicht lustig. Und wirklich. Und natürlich, wenn ich es richtig mache, dann sagt sie, ja, hast du super gemacht heute. Ja. Aber diese Kritik hat sie immer, ich bin immer ein bisschen Angst um meine Frau da. Mache ich das richtig heute? Das macht sie aber nur bei der Comedy. Genau. Gut. Meistens. Also, es gibt einen Grund, wieso wir 33 Jahre zusammen sind. Ich mache ein paar Sachen richtig. Dort gibt es dann einfach Höckli. Ja, genau. So, ich glaube, jetzt hören wir auf. Ja, hören wir auf. Ich finde, das ist ein schöner Schlusspunkt. Gut. Ja, wir haben einen Klimax erreicht. Rob, immer Freude mit dir zu schwätzen. Gleichfalls schön. Und wir werden wahrscheinlich jetzt noch öfters zusammen schwätzen. Gerne, ja. In letzter Zeit. Also. All the best. Thank you everybody for listening. If you still got to this point, habt ihr etwas verdient. Ja, im Normalfall bis zu dem Zeitpunkt meine Mutter. Ah, ja. Okay. Gut. Meine Mutter auch. Meine Mutter hast du schon kennengelernt, gell? Nein, sie ist im Himmel, aber sie hört immer zu. Die Mutter? Ja. Meine ist noch nicht im Himmel. Aha, die habe ich kennengelernt, ja. Ja, genau. Richtige Milf. Bye, everybody. Bye-bye. You know, I'm a father. I'm a filth. Yeah. No, you're a dilf. No, I'm a filth. I like filth better than dilf. Dilf sounds like a dildo, father. I'm a filthy father. The filth. Ah, shit.